Okay. Nein! Ja. Oh Mann! Da habe ich mich eindeutig zu früh gefreut. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Trainingsgelände von Fortuna Düsseldorf. Heute wieder mit Matthias Zimmermann, Bundesliga-Abwehrspieler. Und heute gibt es mal Tipps für euch, wie ihr euch im Zweikampf verhält, um mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen. Ich habe hier einen wahren Bundesliga-Verteidiger bei mir, den Matthias Zimmermann. Und jetzt mal für euch da draußen, weil ich absolut kein Verteidiger bin, welche Tipps gibt es denn im Zweikampf, um als Verteidiger möglichst erfolgreich zu sein? Ja, es gibt schon ein paar Tipps. Man soll eigentlich nie frontal stehen, immer mehr ein bisschen seitlicher, dass man immer die Bewegung vom Gegner auch mitmachen kann. Weil wenn man frontal steht, dann kommt der Lockerer vorbei oder man fliegt nach hinten. Deswegen immer eigentlich frontal stehen, dass man die Bewegung mit dem Mitspieler mitmachen kann. Und natürlich sieht man auch, wo der Mitspieler seinen Fuß hat, ob er rechter Fuß ist, linker Fuß. Am besten immer auf den schwachen Fuß lenken, weil mit dem rechten Fuß natürlich stärker. Deswegen habe ich jetzt vorhin David auf links gelenkt, dass er nicht vorbeikommt. Aber ja, es gibt auch viele Tipps, auch nicht sehr immer so auf die Füße schauen, sondern mehr auf den Ball, auf den Körper, dass man reagieren kann, wo er hin ist. Weil wenn du nur auf den Ball guckst dann, oder auf die Füße, dann bist du halt schwindelig durcheinander. Deswegen guck dann sein Oberkörper, der Ball, wo er liegt und dann also du liest den Spieler quasi. Ja, genau. Wir kriegen auch vor, beispielsweise Videos von jedem einzelnen Spieler, gegnerischen Spieler, was er kann, was er drauf hat. Da kann man sich schon rauslesen, was er macht, was für Tricks er macht oder wie schnell er ist und so. Und dann kann man sich darauf einspielen, wie man den Gegner verteidigt. Also ich muss sagen, ich habe es gerade eben auch im Zweikampf gemerkt. Wir haben jetzt mal 3 Zweikämpfe gemacht. Mir ist direkt beim zweiten Mal dann aufgefallen, dass du mich immer auf links lotst. Und da bin ich dann schon aufgeschmissen, weil ich Rechtsfuß bin und automatisch auch nach rechts weg möchte. Und natürlich hat er mich auch mal angeguckt. Das irritiert dann auch einen enorm, wenn der gar nicht reagiert auf die Tricks. Und dadurch war Zweikampfverhalten eher semi-erfolgreich. Aber jetzt habt ihr da draußen ein paar Tipps, die euch im Zweikampf helfen. Ja Leute, das soll es auch schon wieder zum Video gewesen sein mit Matthias Zimmermann, mit euren Tipps für das Zweikampfverhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr nochmal so ein Video sehen wollt, dann lasst mal einen Kommentar da mit welchem Spieler. Und natürlich nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Macht's gut, haut rein und tschüss.